Hallo, ich bin Lucia. Ich bin die Ambassadorin vom Klangforum hier. Das Klangforum ist ein Verein für zeitgenössische und alte Musik. Also wir machen Konzerte, wo wir eben beide vereinen. Und genau, in diesem Video soll es um eben genau so ein Konzert gehen, beziehungsweise um zwei Konzerte. Ich werde nämlich ein Projekt komplett mitfilmen. Das Projekt wird zu 12 Tage gehen ungefähr, 1,5 Wochen. Und wir haben 2 Konzerte. Ich werde einfach mitfilmen, wie die Proben ablaufen. Ich werde mitfilmen, was das Organisationsteam macht. Und ja, werde einfach so ein bisschen zeigen, was wir während einem Projekt alles zu tun haben. Und wir werden ein Brahms-Requiem zeigen und auch noch ein Stück von Anton Webern. Und das werden wir eben einmal hier in Heidelberg aufführen und dann auch einen Tag später in Weimar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was wir machen und was bei uns alles abgeht. Weiß ich immer noch überhaupt nicht, was das zur Straßennahme sein wird. Wie geht der Person, dass die die. Das weiß sogar ich. Das weiß sogar ich. Cool. Wir sind jetzt im Tannen, also da wo wir proben. Und gestern haben wir schon alles aufgebaut. Gestern war auch schon der erste Probentag. Heute ist der zweite Probentag. Heute kommen nochmal mehr Sänger, als gestern da waren. Das sind dann alle Sänger, die kommen werden. Und ja, ich koche jetzt Kaffee und bereite alles vor. Und dann warten wir, bis alle da sind. Und ja. This is rock and roll. Ja, ist schön. Aber es kommt schon an. Es kommt schon an. Wunderbar. Gut. Hier ist ja auch dein Stimmprobe, ne? Ja. Dann müssten wir jetzt auch schon mal. Das hier ist unser Lager gerade. Da haben wir einfach alles, was wir nicht im Büro haben und nur für die Proben und so brauchen. Genau, das ist gerade im Betriebswerk, das Gebäude neben dem Tankturm. Da wird auch gerade alles umgebaut, das ist alles ein bisschen Baustelle hier, aber ja, wir suchen jetzt noch ein paar Sachen raus für die Proben, die wir brauchen und genau. Ja, eigentlich wären die jetzt nicht hier, aber im Nebenraum wird jetzt noch bis 13:30 geprobt. Und dann müsstet ihr quasi in einer Sekunde an den alle Runde herkreisen und so. Das können wir. Also wir da rauskämpfen. Und dieser Raum ist halt quasi gar nicht eingeplant im Moment. Dann könnt ihr doch wahrscheinlich viel angenehmer
Und wir sind alle drauf. Ja, also du bist der Einzige, der bisher da ist. Warm, warm, warm. Heiß, heiß, heiß. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ach, sehr gerne. Lass mich gerne sein, bitte. Ja, okay, ich komme zu Hause. Von den Kindern meine ich. Wie immer. Ich bin wunderschön. Wo ist es denn? Ich bin auch Da gehe ich jetzt nicht hin. Okay, 6 von vorn. Denn wir haben die keine bleibende Stadt.
Drö. Also nicht Drö, das Ö wird ganz leise angesetzt und scheinbar ein bisschen spät. Und Trösten. Nochmal. Trösten. Mal auf das Wort mit Ton. Trösten. Das Problem ist wirklich, weil dieses Tüppel ist eine ziemlich starke Aktion. Und dann ist man halt so ganz weich aus dieser starken Aktion in dieses Öl rein. Genau, das ist eine Schwierigkeit. Aber es soll so sein. Das werden wir mal probieren. Kann ich das anders dirigieren? Weil ich mach mal. Was ist eigentlich mit unserem Lasertag-Spiel? Ja, das ist ja alles. Ist denn eingeschlafen? Ja. Finde ich ja komisch, wenn ich auf meine Kollegen schieße. Ich gebe dir vollkommen recht. Du spannst auch sehr intelligent. Und weil er ja dann wirklich Schmerzen hat, der andere. Ja. Also eine Studie. Die bauen wir dann in der nächsten Pause auf. Aber wenn die im Sitzen singen wollen, kann er eigentlich nicht eben ehrlich proben. Na ja, gut, er kann sich natürlich auch nicht erhöhen. Du hast ja einen Lieferwagen mit, ne? Ja, den Porsche mit Doppelanhänger von Volkswagen. Schafft wieder eine Menge weg. Ja. Nee, geht noch. Jetzt machen wir auch mal einen halben Meter mehr hinten. Zwei Schulstapel. Okay. Das ist 20.
20? Ja. So, jetzt haben wir Akkordeon. Zwei Klarinetten. Hohe Flöte. Und Horn. Erst Horn, zwei Klarinetten. Hohe Flöte. Dann haben wir die Streicher. Und Kontrabass wollte er eigentlich auch noch. Da kannst du einfach noch hinstellen, den Bass noch drauf ablegt. So, und dann kämen jetzt hier die vier Schlagzeuger. Ja. Jetzt machen wir die Stühle hinter die Wand. Das war ganz fett. Das passt auch schon ganz cool. Also wahrscheinlich, wenn du nachher im Hochzimmer stehen, kann man alles noch schön nach vorne ziehen. Ja. Ein Assistent links, ein Assistent rechts. So ist es groß, also müssen wir auf jeden Fall noch weiter rein. Nur das Schlagwerk würde ich da als erstes machen. Heute sollten wir schon gucken, dass so mit drei Hecken aus. Weil der hat schon drei Feierabend. Und dann schon. Haben wir noch ordentlich zu draußen? Meins. Es geht um dich, ja. Gut, dass wir die nicht darüber schauen. Sein Dirigierstuhl hat er doch mal mit, oder? Ja. Nein, oben. Ich glaube, Minus 2 oder so. Aber er sitzt ja jetzt gerade nicht auf seinem Dirigierstuhl. Oder hat er den irgendwo anders? Aber den haben wir auf jeden Fall mitgebracht. Wobei der Peter hat ja Tablet-Ständer. Wer hat den anderen? Moritz, ne? Moritz, ja. Wollte Ach, Goba hat den eigenen. Heimer hat auch seinen eigenen, oder ist er eigenes? Okay, dann. Also hat Robert einen. Hat einen, Peter Robert einen. Cordio hat selber einen. Dann kommt beim Klarinetten den Horn. Beim Klarinetten der Hohe, der hat auch einen eigenen. So, dann kommt bei Cheggy. Einer hat keinen. Und Peter hat einen eigenen. Die wären ja eigentlich blöd, wenn wir die ankriegen. Ja, wickel den mal einmal ab und steck erstmal hinten irgendwo in die Wand in die Steckdose. Kann mal jemand zum Dirigenten gehen und guck mal, wie das zu sehr blendet. Das war eine rhetorische Frage. Wir kriegen das ganz gut hin, wenn wir die zwei angeschlossen kriegen. Ja. Sind nur zwei, oder? Ja. Leider ist hier gerade die Aufnahme gekappt. Genau. Der Weber hat den Webern kaputt gemacht. So, also wir bräuchten jetzt noch so ein bisschen Stroh. War da auch irgendwo eine Steckdose auf der Seite? Bestimmt, ne? Da ist eine Steckdose auf jeden Fall. Ich. Hey, jetzt hier links. Geh noch weiter. Ist der rechts? Rechts, ja. Die nächste? Ja. Wir sind hier gerade bei den Proben. Es ist Samstag und die proben jetzt zum ersten Mal alle gemeinsam. Tutti. Und deshalb mussten wir auch alles umziehen, von dem einen Gebäude ins andere. Ja, und gerade ist noch Mittagspause, deshalb sind alle noch draußen und essen und chillen. Und bald geht's dann wieder weiter. Juhu!
Thank you.
Okay. Alle Kinder beisammen? Keine Ahnung. Okay, cool. Okay, danke schön. Dann beeilt. Okay, bis nachher. Tschüss. Super. Schönen Nachmittag hier. So schön, dich zu sehen. Ja, die du. Ja, das ist ja. Das war doch mal so früher. Ich hab überhaupt keine Fenster.